Mein Name ist Ina Panasenko. Das Wesentliche von einem Stier oder die Wesenszüge eines Stiers für mich ist tatsächlich die Kraft, die Energie und auch die Eigenschaft, immer wieder aufzustehen und zu kämpfen bis zum letzten Atemzug. Das ist etwas, was mich wirklich dermaßen fasziniert in dem Tier, oder ich würde sogar sprechen über ein Wesen. Ich empfinde die auch nicht mehr als Tiere. Das ist für mich etwas, was sogar überirdisch ist. Und das fasziniert mich unwahrscheinlich. Genau diese Gabe, nie aufzugeben, nie sich zu verlieren, nie sich ablenken zu lassen. Egal wie schmerzhaft das Ganze ist, egal wie der Stier geschwächt wird, egal wie der Stier zu dem Tod geführt wird, der weiß, wer er ist. Und er trägt das mit Würde. Der würde auch niemals in einem Torero in den Rücken hineinstechen. Der richtige Stier. Der bleibt stehen. Der wartet, bis er wieder attackiert wird. Er reagiert auf etwas. Er bewegt sich nicht einfach so. Und wenn er sich bewegt, dann jede Bewegung sitzt, jede Bewegung ist eine Botschaft, jede Bewegung ist Energie, jede Bewegung von einem Stier ist etwas, womit er zeigt, ich bin hier derjenige. Ich bin derjenige, der hier in der Mitte steht. Ich bin derjenige, der euch alle anschaut. Und das ist faszinierend. Transformation ist an sich mein neues Thema. Oder was ich jetzt auch so bezeichne als ein neues Thema. Im Grunde genommen, das passierte mir früher. Alles, was ich mache, kommt durch mich durch. Die ganze Energie, die ganze Prozesse. Und das habe ich schon früher festgestellt. Bevor ich etwas anfing, an die Leinwand zu bringen, löste ich mich komplett auf. Es war ein interessantes Gefühl von, dass man plötzlich selber keinen Körper hatte oder kein Wesen auf einmal, weil das war wirklich wie in 1000 Stücken zerstreut. Und dann fing ich an, mich zu sammeln. Und dann sammelte ich mich, auf einmal wurde ich dann wieder mit Energie gefüllt und dann kam das auf die Leinwand. Jetzt momentan, dieses Thema wird einfach prägnanter durch meine persönliche Lebenserfahrung, durch meine Entwicklung als Mensch, Künstler, Frau, in jeder Hinsicht wird das einfach mehr auf den Punkt gebracht. Und dieses Thema greife ich auch in meine Performance sehr stark. Dieses durch die Leinwand durchzugehen, vor der Leinwand stehen, als das, was ich bin. Oder wer bin ich denn dann in dem Moment? Und zu wem werde ich? Und dann gehe ich auch wieder zurück in das, was ich mache. Im Grunde genommen ein Prozess der Unendlichkeit. Es ist wie jedes Mal sterben und wie jedes Mal wieder wiedergeboren zu werden.